nicht geeignet. Hast du mich erschreckt? Komm rein. Der Champagner ist schon kalt gestellt. Ich habe das Apartment renovieren lassen. Wie findest du's? Gefällt's dir so? Warum denn so schüchtern? Ich beiß nicht. Na komm schon. Wir machen uns eine wunderschöne Nacht. Komm her. Na komm schon, Baby. Ich will dich. Komm her. But I don't want to go among the mad people, Alice remarked. Oh, you can't help that, said the cat. We are all mad here. I'm mad, you're mad. Das meint sie nicht im Sinn von wütend. In England bedeutet das verrückt, verdreht. Und Lewis Carroll war Engländer. So, Kinder, das war's für heute. Lesen Sie nicht das ganze Kapitel? Morgen, Sophie. Das Buch wird hier sein und ich bin es auch. Irgendwann. Na gut. Mrs. Lowen, solche Bilder malt Sophie fast jeden Tag. Irgendwas aus ihrem Elternhaus bedrückt sie. Das bezweifle ich, Ellie. Ich meine, dass sie das etwas überbewerten. Dann frage ich sie, warum sie immer diese schrecklichen Bilder malt. Es ist lobenswert, dass sie auf so etwas achten, aber ich kenne zufällig Sophies Eltern sehr gut. Es sind wunderbare Menschen. Ich werde einen Vermerk in die Akte machen und meine Augen offen halten. Aber ich bitte Sie, künftig nicht unbegründet irgendetwas zu vermuten. Das dürfen wir nicht, verstanden? Nein!
Haufen. Füße, wohin sollen wir? Scheiße Haufen, was? Zeig, was du hast. Ich hab viele Haufen verschrieben. Dann kriegst du doch gleich die Ernte. Evening, Standard. Noch keine Spur im Mädchenmarkt. Polizei ist hilflos. Evening, Standard. Noch keine Spur im Mädchenmarkt. Bruce! Moment, Evelyn. Ich mach die Konferenzschaltung. Bitte. Sind alle dran? Okay, sehr gut. Johnny, hör mir gut zu. Ich werde nicht nochmal auf ein Model kampflos verzichten. Interessiert mich ein Dreck, was sie wollte. Es geht um das, was ich will. Arthur, Sie sind der Anwalt, erklären Sie es ihm. Sie hat mit dieser Agentur einen Vertrag für die nächsten 2 Jahre. Wenn sie den nicht einhält, sehen wir uns vor Gericht. Ihr zwei könnt jetzt ungestört klären, wie ihr das Problem löst. Könnten Sie mir bitte nochmal sagen, Donald, was Sie hier wollen? Dylan, Sie wollten für die Videos mal andere Typen haben. Ich wollte keine widerwärtigen Typen, Bruce, nur andere. Oh, Colin, mein Schatz, du sollst ein Musikvideo besetzen, keinen Hollywood-Schinken. Verlass dich auf mich, wir finden das richtige Mädchen. Die sind zwar sehr interessant, aber leider nicht für uns. Verzeihen Sie, aber Sie haben sich ja noch gar nicht alle Bilder angesehen. Mir reicht das für ein Urteil. Das ist bizarre Avantgarde. Ich fotografiere das, was ich sehe. Ich inszeniere nicht. Wann haben Sie die gemacht? Vor ein paar Monaten. Danke fürs Vorbeischauen. Wir haben Ihren Namen notiert, nicht wahr, Bruce? Da habe ich noch ein paar Fotos. Sie sind nicht so ausgefallen. Wer ist denn das? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube, sie ist Lehrerin. Das war nur ein Schnappschuss. Dann beschaffen Sie sich mal den Namen. Die Fotos sind gut, nicht? Das ist es, worauf es ankommt, Dilla. Gesichter, die Produkte verkaufen. Hinreißende Frauen, keine launischen Vogelscheuchen. Sprechen Sie mit dieser Lehrerin. Dann können wir uns über Sie unterhalten. Das war heute ein prima Schultag. Ich hoffe, ich war. Wiedersehen. So, ihr beiden, los jetzt. Und von dem Straßenüberqueren nach beiden Seiten sehen. Ja, gut. Verzeihung, Miss Holton. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Woher kennen Sie meinen Namen? Hat mir eine Schülerin verraten. Ich bin Dylan Wyatt und bin Fotograf. Ich wollte Sie gern fragen, ob Sie vielleicht interessiert wären, sich von mir fotografieren zu lassen. Nein, das bin ich nicht. Oh, ich meine das ganz seriös. Augenblick noch. Hier, die Karte. Sehen Sie sich die mal an. Darauf steht Evelyn Ash Agency. Das ist eine der besten. Warum steht da Ihr Name nicht drauf? Habe ich auf die Rückseite geschrieben. Okay, ich bin ein Fotograf, der ins Geschäft kommen will, aber ich bin sehr gut und könnte ein tolles Model aus Ihnen machen. Würde ich nie werden. Doch, das würden Sie. Nein, würde ich nicht. Hören Sie, stecken Sie wenigstens die Karte ein. Und wenn Sie Ihre Meinung ändern, dann rufen Sie mich an. Danke, aber ich werde nicht anrufen. Rufen Sie bald an. Ich befürchte nämlich, dass mein Telefon nächste Woche gesperrt wird. Detective Robinson, der Mann, den ich gesehen habe, als Miss Kennedy ermordet wurde, war wieder hier und hat ein anderes hübsches Mädchen verfolgt. Hat Bilder von ihr gemacht. Könnten Sie ihn diesmal deutlicher sehen? Nein, es war wieder zu dunkel. Er war auf der anderen Straßenseite, aber ich kann mich an seine Figur erinnern. Es war derselbe, der auch Miss Kennedy fotografiert hat. Da bin ich sicher. Wieso sind Sie da so sicher? Ich weiß es. Gut, Mr. Chan, dann werden Sie mir alles erzählen, was Sie über den Mann und das Mädchen, das er jetzt fotografiert hat, wissen, klar? Hunger, Ellicat? Never trust. I know your father.
Leider bin ich gezwungen, Sie zu entlassen, Ellie. Sie missachten meine Autorität, das kann ich nicht dulden. Aber ich wollte doch nur dafür... Sie haben es gewagt, Sophies Eltern zu befragen, obwohl ich Ihnen gesagt habe, ich kümmere mich darum. Damit wollte ich nicht Ihnen in den Rücken fallen, sondern einem kleinen Mädchen helfen, das vielleicht ernsthafte Probleme hat. Ich sorge dafür, dass Sie noch 2 Wochen Gehälter bekommen. Tut mir leid, aber so ist es für alle Beteiligten das Beste. Für alle außer Sophie und mir. Tut mir leid, Miss Holden, Ihr Lehrerposten ist inzwischen besetzt, aber Sie können sich am nächsten Semester wieder bewerben. Hallo? Hi. Ja, ist gut. Ich mach ihn auf. Ihr Angebot beinhaltet nicht ausziehen, oder? Nein, nein, keine Angst. Nackt habe ich noch nie fotografiert. Oh. Darf ich Ihren Mantel haben? Ich werde verrückt. Was ist denn los? Ach, nichts. Es ist nur, weil Sie angezogen sind wie für eine sibirische Modezeitschrift. Das war nicht Absicht, entschuldigen Sie. Kein Grund zum Entschuldigen. Wir werden trotzdem gute Fotos machen. Stimmt's, Manray? Hm? Na, komm her. Was soll ich machen? Nur entspannen. Ganz Sie selbst sein. Das ist gar nicht so leicht. Na, so schwer auch wieder nicht. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Weil ich meinen Job verloren habe. Seit wann sind Sie schon Lehrerin? Erst seit ein paar Monaten. Außerdem bin ich nur Hilfslehrerin, aber es macht viel Freude. Oh, der Ausdruck ist gut. Behalten Sie ihn. Aber lächeln. Können Sie noch mal zurückgehen in Ihren Gedanken? Unschuld, Frauen, Kinder, das ist die Welt, die Sie lieben. Okay. Wir wollen mal was versuchen. Flirten Sie mit mir. Machen Sie mich an, okay? Vielleicht, fahren Sie mit den Fingern durch die Haare, so als ob Sie damit spielen würden. Und bewegen Sie die Schultern. Ja, gut so. Nein, dann befeuchten Sie die Lippen und ganz locker sein. Mach mal einen Schmollmund. Nein, mehr als ob Sie mich küssen wollten. Sie müssen sexy aussehen. Ich meine, ein hübsches Mädchen wie Sie weiß doch, was sie machen würde, wenn sie bei einem Mann landen will, oder? Ach, so haut das nicht hin. Sie sind zu verklemmt. Oh! Das war wohl meine Schuld. Verzeihung. Nein, ich war nur erschrocken. Ich wusste nicht, was Sie wollen. Ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn Sie den Schal nicht um hätten. Sie hatten vollkommen recht. Das wird nichts. Nein, ich bitte um Entschuldigung. Es war mein Fehler, meine Schuld. Ich habe Sie zu sehr unter Druck gesetzt. Bitte, bleiben Sie. Nein, das hat keinen Sinn. Ich bringe das nicht. Ich bin kein Model. Mir geht's ähnlich. Ich bin eigentlich kein Modefotograf. Ich meine, eigentlich bin ich's, aber ich habe bis jetzt noch nie sowas versucht. Wollen Sie was trinken? Also, ich brauche jetzt was. Trinken Sie was mit? Ich hoffe, ich habe was da. Ich sollte lieber gehen. Eigentlich müsste noch ein... Oh, ist leider nichts mehr da. Oh, doch, hier. Wie wär's mit einem Glas schönem, kalten Ketchup? Wasser wäre mir lieber. Das ist aber groß hier. Sind Sie neu in der Stadt? Seit 5 Monaten bin ich hier. Da wird Ihnen die Familie fehlen. Ich habe nur noch meinen Vater und den vermisse ich nicht unbedingt. Das Bild ist bedrückend. Das da ist sehr gut, das gefällt mir. Sie mögen also Katzen? Ich möchte am liebsten wie eine Katze sein. Egal von wie hoch man runterfällt, man landet immer auf den Füßen. Das Foto ist wunderbar. So voller Gefühl. Ja,
Das ist hervorragend. Ist genau das, was ich wollte. Ja, mach weiter. Wie ist das? Das war ein Film. Tut mir leid wegen vorhin, aber ich kann nichts dafür. Es ist sehr schwer für mich, Fremden zu vertrauen. Kein Grund zum Entschuldigen. Das ist die Stadt, die macht uns alle misstrauisch. Aber mir können Sie vertrauen. Ehrlich. Ich hole einen neuen Film. Ich könnte jetzt sagen, die Bilder sind sehr gut, aber ich glaube nicht, dass man von Alicia schlechte Bilder machen kann. Oder ist dir Ellie lieber? Ellie. Gut, ich führe euch in der Liste nämlich nur mit dem Vornamen. Hm? Oh, sie meint den Katalog. Aha, das ist okay. Bruce, Shelby, du wirst jetzt den Star deines ersten Videoclips kennenlernen. Evelyn. Hi, Süße. Shelby? Ellie. Ellie, das ist Shelby. Du hast's wieder mal geschafft. Tja, wenn man will, dass etwas gut wird, dann muss man es selber tun. Bruce, schließ die Tür, wenn du wieder rüber gehst, ja? Oh, Evelyn. Sie ist absolut perfekt für das neue Video. Scheint, ich bin hier überflüssig. Hey, soll das ein Witz sein? Ich bin nur wegen ihm hier. An dem Video wird er doch mitarbeiten. Wir werden sehen. Wissen Sie, ich würde mich dabei ohne ihn nicht wohlfühlen. Ich glaube, dass mir da was einfällt. Bruce? Ich möchte, dass Jeffrey Haynes, der Choreograf, zu Alice Fototermin kommt. Meinst du, du schaffst das? Ich habe mit dir sehr viel vor. Ich auch, Kleines. Oh, Shelby, nicht doch. Sie kommt aus Utah. Ich liebe Utah. Dylan? Denken Sie daran, dass diese Fotos für meinen Katalog sind. Ich will Glamour und sehen, dass sie groß, schlank und wunderschön ist. Mit anderen Worten, sie kann nicht tanzen. Wenn du sie dir vorgenommen hast, kann sie es, Jeffrey. Vielen Dank. Deine Bilder kommen mir ein bisschen ausgefallen vor. Da würden dir meine Eltern zustimmen. Ich möchte, dass meine Bilder die Leute zum Denken anregen. Dass sie sie beeindrucken, das ist mir sehr wichtig. Das ist mir so wichtig, dass ich
voriges Jahr mit meinem ganzen Geld eine eigene Ausstellung finanziert habe. Ist zwar niemand gekommen, aber... Das wird sich jetzt wohl dadurch, dass ich dein Fotograf bin, ändern. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass ich ein gutes Model werde und ich fühle mich dabei auch nicht wohl. Na hör mal, gefällt dir das, was du im Spiegel siehst, etwa nicht? Na vielleicht siehst du mir was Besonderes und andere Menschen auch, aber ich sehe in mir nur eine kleine Lehrerin. Du musst zu Hause hunderte von Herzen gebrochen haben. Wie viel Verehrer hast du weinend zurückgelassen? Ich habe nie allein ausgehen dürfen, weißt du? Dad vertraute mir nicht. Das ist ganz komisch. Seit ein paar Wochen, da habe ich das seltsame Gefühl, dass ich von jemandem verfolgt werde und beobachtet. Das ist eine Paranoia, sowas wie eine Großstadtphobie. Ich weiß, dass sich das so anhört, aber ich weiß auch, dass da jemand ist, der mich beobachtet. In meiner Nähe bist du sicher. Danke. Ich danke dir für alles. Ich mag dich, aber ich finde, das geht alles etwas zu schnell. Freunde, okay? Freunde. Ich warte, bis du drin bist. Nacht. Ein fabelhaftes Bild, Bruce. Aber hängst einen Meter tiefer, dann hängt's richtig. Schnapp bloß nicht über. Oh. Wie findest du die Bilder, huh? Ich bin richtig verlegen, ehrlich gesagt. Du bist jetzt das Aschenputtel, das aus dem Dreck raus ist. Das, wovon alle Mädchen träumen und wonach sich alle Männer sehnen. Okay, erstmal anderthalb Drehung und dann... Nein, nicht noch mehr. So geht's nicht. Du musst mehr bewegen als nur deine Füße. Gebrauch deinen Verstand. Ich hab dir doch ein Video mitgebracht. Sieh dir da mal die Tanznummern an. Und danach gehen wir essen. Vielen Dank, aber ich kann nicht. Wieso denn nicht? Ich hab schon was vor. Das verschiebst du einfach. Ich bin verabredet. Dann sagst du ab. Ich werde dich um 8 abholen. Du wirst es nicht bereuen. Ellie? Wie geht's dir? Mir tut alles weh. Entschuldige wegen heute Abend. Ich hab keine andere Wahl. Hast ihn ja gehört. Lass dich von ihm nicht unter Druck setzen. Du runter von der Probebühne. Und du machst dich jetzt an die Arbeit. Böses Mädchen. Wer ist dort? Wer ist dort?
Was soll das denn? Evelyn. Was ist passiert? Was wollen Sie denn hier? Ich habe ein paar Verträge zum Unterzeichnen. Oh, ehrlich, Kind, ist alles in Ordnung? Bist du in Ordnung? Ja, ja. Ich bin okay. Es war jemand in meinem Apartment. Ja, das sehe ich. Tut mir leid, Kleines. Ich rufe die Polizei an. Haben Sie einen Verdacht, wer das gewesen sein könnte? Nein. Welche Art von Perversling tut so etwas? Ex-Ehemänner, verschmähte Liebhaber, jemand mit Neid oder Eifersucht, heimlicher Anbeter. Ich dachte, Sie könnten mir einen Tipp geben. Das ist mein Kollege, Detective Teplow. Seit wann wohnen Sie in diesem Haus, Miss Holton? 5 Monate. Wo lebt Ihre Familie, Miss Holton? Ich habe nur noch meinen Vater. Er ist in Utah. Gib mir das Foto. Das Mädchen schon mal gesehen? Wer ist das? Ihr Name war Candy Stebbins. Sie wurde erstochen in ihrem Apartment am Ende des Flurs, kurz bevor Sie eingezogen sind. Den Mörder suchen wir immer noch. Erstochen in diesem Haus? Hat die Hausverwaltung wohl zu erwähnen vergessen. Ich bin sicher, das war nur ein Zufall. Ja, genauso wie der, dass meine Socken wieder mal zusammenpassen. Dasselbe Haus, dasselbe Alter, beide sind Models. Wäre besser, wenn Sie sich vorläufig woanders einmieten würden. Nur vorsichtshalber. Die Agentur hat ein Apartment, das Haus ist absolut sicher. Ich fahr dich hin, pack nur ein paar Sachen zusammen. Wir brauchen die neue Adresse. Warum mussten Sie die Kleine in Todesangst versetzen? Das wollte ich nicht, Miss Ash, aber solange wir nicht mehr wissen, ist sie wahrscheinlich wirklich in Gefahr. Dann wäre es besser, wenn Sie den Täter schnell finden würden. Mal ran an die Sache. Guten Abend, Miss Ash. Guten Abend. Märchenhaft. Noch nie gesehen. Ellie im Wunderland. So kommst du dir vor. Ne? Voilà. Eine Wahnsinnsaussicht. Das ist gut, Kleines. Ruh dich mit deiner Katze erstmal ein bisschen aus. Ich besorge inzwischen ein paar Sachen für die Küche. Okay. Schlaf gut. Das ist vorläufig unser neues Heim, Ellie Cat. Ich bringe Miss Holtons Sachen. Was wollen Sie hier? Er hat mir gesagt, was los war. Ich will Ellie sehen. Ich will nicht, dass man sie stört. Sie schläft. Wenn Sie mich nicht länger brauchen, gehe ich jetzt. Wir sehen uns dann morgen früh. Wenn du noch mal so viel redest, werden wir uns nie wiedersehen. Na, zufrieden? Ich bleib hier und hab ein Auge auf Sie. Du meinst so wie auf Candy Stebbins? Wie meinen Sie das? Ich meine, ich lasse nicht zu, dass Ellie dasselbe wie Candy zustößt. Wovon reden Sie? Was hat Candy Stebbins mit dem hier zu tun? Dass sie vor ein paar Monaten im selben Haus ermordet wurde. Was? Ich hab gedacht, Sie finden das interessant. Zumal in Ihrer Bewerbungsmappe auch Fotos von ihr sind. Was wollen Sie damit? Hören Sie, ich wusste, wer sie war, aber ich kannte sie nicht. Ich wusste nicht mal, dass sie tot ist. Haben Sie von den Fotos der Polizei was gesagt? Ich habe sie bis jetzt nicht erwähnt. Und ich werde die Fotos auch künftig nicht erwähnen, wenn Sie sich von Ellie fernhalten. Wollen Sie mich erpressen? Wovor haben Sie Angst, Evelyn? Oder machen Sie das, weil Sie Ellie ganz für sich haben wollen?
Durch solche Fragen könnte Ihre Karriere als Modefotograf verdammt schnell zu Ende sein. Erzählen Sie der Polizei, was Sie wollen. An meinen Fingern klebt kein Blut. Halt dich fern von ihr, Dylan. Ich mache, was ich will, Evelyn. Der Bürgermeister kriegt ein neues Büro und wie eine neue Farbschicht. Was hast du erfahren? Überhaupt nichts. Die Nachbarn haben weder was gesehen noch gehört. Fingerabdrücke nur die des Mädchens. Ich glaube nicht, dass es eine Verbindung zwischen den Fällen Ellie Holton und Candy Stebbins gibt. Halten wir die Augen offen, es muss eine geben. Glaubst du wirklich? Nein, ich bin sicher. Und ich tippe auf einen Verrückten, der irgendwie auf hübsche Mädchen fixiert ist. Evelyn? Hallo, Ellie. Hi, Roland. Parken Sie den Wagen und bringen Sie mir die Einkaufstüte rauf. Wie kommen Sie hier rein, Jeffrey? Es ist nicht das erste Mal, dass ich Evelyns schickes Nest für obdachlose Models besuche. Jeffrey, bitte gehen Sie wieder. Was für eine Geste. Die können wir sehr gut einbauen. Einbauen? Wovon reden Sie eigentlich? Sehr einfach. Von dem Moment, in dem Shelby dich zum ersten Mal anfasst, da brauchen wir sowieso viel mehr Emotion. Hey, hab keine Angst. Ich will dir nicht wehtun. Jeffrey, wenn Sie nicht aufhören, werde ich das Haus zusammenschreien. Da kann ich niemand hören. Da komm schon. Du willst es doch genauso wie ich. Jawohl, wehr dich. Ich hab's gern, wenn Frauen sich wehren. Frau! Was geht hier vor? Ach, gar nichts. Kein Grund zum Aufregen. Raus hier, Jeffrey. Wir wollten nur probieren, nicht? Ich hab gesagt, raus. Also dann bis morgen, Ellie. Ist alles in Ordnung? Ich hasse ihn. Like a slave to fashion, oh yeah, yeah, yeah.
Musik aufhören! Das war genug probiert! Das nächste Bild. Aha. Okay, alles in die Dekoration, aufstellen fürs nächste Bild, Beeilung! Wir werden nicht fürs Nichtstun bezahlt! Los, 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 los! Wow! Ich bin verliebt. In dich verliebt. Du siehst fabelhaft aus. Danke. Komm mit, ich muss dir schnell was sagen. Ich bitte um Ruhe! Alles klar? Ich sagte, ich will Milch, Bruce. Keine Panik, wird schon hinhauen. Ist doch nur ein Rock'n'Roll. Augenblick, da ist Dylan. Ellie, ich muss dich sprechen. Sie kann nicht weg, wir nehmen gleich auf. Das weiß ich selber noch, bin ich der Standfotograf. Es ist sehr wichtig. Shelby, Ellie, es geht um Jeff. Warum kommst du nicht nach der Aufnahme? Du Ellie, hörst doch, wir müssen jetzt drehen. Die Markierung ist hinter dem Vorhang. Shelby, wir warten auf euch. Entschuldigung, kommen Sie bitte mit. Tut mir leid, ich muss gehen. Wir sind schon schwer im Verzug. Nein, warte. Ich kann dir jetzt nicht sagen, warum, aber halt dich von Jeffrey fern, ja? Ja, ich kenne ihn. Ellie, tu bitte, was ich sage. Du redest schon genauso wie mein Vater. Ellie, was ist denn? Wir warten. Ableuten. Klappe. Playback. Action. Slave to fashion. Oh yeah. Try me on. Wear me out. I can see what your love is all about. But I'm blinded by the way you move. Can't seem to help myself. I look so good on you. I should know. Jeffrey! Habt ihr das nicht probiert? Wo ist das Problem, Jeffrey? Er ist das Problem. Schafft ihn aus der Dekoration. Hey! Reiß dich zusammen. Auf dieser Markierung kommt die Drehung. Verwende dein bisschen Hirn zum Konzentrieren. Also los und versau nicht wieder alles. Oh. Halt! Hört sofort auf! Jeffrey, lass ihn in Ruhe! Hörst du nicht? Ganz ruhig, Junge. Okay, Dylan, Sie verlassen sofort das Atelier. Alles in Ordnung, ihr könnt weiterdrehen. Ellie hat's jetzt. Nicht Ellie? Dylan? Lass ihn gehen, Ellie. Er kommt schon zurecht. Auf die Positionen! Lass mich los! Was hast du denn? So geht's nicht. Wir steigen du musst dich erst mal beruhigen. Wir kriegen das diesmal schon hin. Playback! Bewegung! Eine Gage. Hier. Wo ist Ellie? Rausgegangen mit Shelby. Und wo ist Shelby? Sir. Habe ich dir nicht gesagt, dass du auf die beiden aufpassen sollst? Haben Sie nicht, Evelyn. Ellie?
Harry? Jeffrey. Ich muss dir sagen, du warst heute geradezu unwerfend. Das war nur Anfängerglück. Ach komm schon, hör mit dem Theater auf. Ich meine, einer Frau, die so fabelhaft aussieht wie du, kann ich diese Naivität leider nicht abkaufen. Und jetzt gebe ich dir meinen guten Rat. Werd dir bald drüber klar, was du von der Zukunft willst. Denn wenn dieses Video rausgekommen ist, dann läuft dir jeder Kerl in Amerika nach. Und dann noch ein Wort über Evelyns Selbstlosigkeit. Vorsicht, sie zieht ihrem Nachwuchs gerne in jeder Beziehung das Hemd aus. Hier wohne ich nicht. Wo sind wir? Weißt du, dass deine Unschuld zu langsam langweilig wird, Süße? Tut mir leid, wenn du was falsch verstanden hast. Ich hab nichts falsch verstanden, im Gegenteil. Ich weiß genau, der heiße Kuss, den ich von dir in der Szene gekriegt habe, war nicht nur für die Kamera. Wir beide wissen das. Du hast dich getäuscht! Ellie! Halt! Vorsicht! Au! Hey! Ellie! Warte! Ellie! Hallo? Dylan? Ellie. Wer ist da? Wer wird es wohl sein? Hier ist Shelby. Ich bin froh, dass du anrufst. Ich hab dich nicht angerufen. Ja, sicher. Muss dir nicht peinlich sein. Eine Frau darf ihre Meinung ändern. Sag mal, was hast du denn? Erst rufst du mich an, um dich zu entschuldigen, und dann hängst du einfach auf. Ich hab dich nicht angerufen. Bist ein kleiner Spaßvogel, was, Süße? Shelby, hör bitte auf, mich dauernd wieder anzurufen. Jetzt reicht's mir, Ellie. Ich hab dich nicht angerufen, okay? Shelby, hör auf, mich anzulügen. Sehr gut, Kleines. Versuch dich zu beruhigen. Weißt du, was ich jetzt tue? Dr. Shelby wird jetzt zu dir rüberkommen und dir helfen, dich zu entspannen. Nein, bitte nicht. Oh. Gib ruhig zu, dass dir deine Sinnlichkeit zusetzt. Deswegen wird Dr. Shelby jetzt zu dir rüberkommen und dich... Nein, bitte nicht. ...behandeln. Der bekannte Choreograf Geoffrey Haynes wurde ermordet aufgefunden. Er lag in einer Garderobe des Studios, für das er an einem Musikvideo mitgearbeitet hat, das über das Rockgenie Shelby Voigt gemacht wurde. Wir haben für Sie einen Clip aus diesem Video. Say that you love me, I know I'm the one.
Shelby, komm bloß nicht her. Hier spricht Shelbys Vertreter. Shelby selbst meldet sich später, wenn Sie statt gleich aufzulegen mir Name und die Nummer geben, bitte. Shelby! Shelby, komm nicht her. Ich werde nicht hier sein. Bitte, Miss Hall. Evelyn, ein Mr. Robinson von der Polizei. Darf ich reinkommen? Wo sind die anderen zauberhaften Menschen? Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Was Sie da verlangen, ist lächerlich. Jeder, der auf der Liste steht, hatte Kontakt mit Jeffrey. Und Sie haben auch keine Ahnung, wer da in Frage käme? Nein, habe ich nicht. Worauf wollen Sie hinaus? No, Sie kennen Ellie, Sie kannten Jeffrey. Ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie uns erzählen. Sergeant, ich habe Ihnen leider nichts mehr zu sagen. Sollte ich rausfinden, dass Sie uns was verheimlicht haben, werden Sie, wenn wir zwei Hübschen uns das nächste Mal sehen, mit Handschellen in einer dreckigen Gefängniszelle sitzen. Ich hoffe, ich habe dafür die passende Kleidung. Waren Sie auch da, Mr. Nepler? Ja. Wann sind Sie weggefahren? Gegen sechs mit Evelyn. Weiß jemand von Ihnen, wo Ellie jetzt ist? Nein, sie ist vor uns weggegangen mit Shelby Boyd, denke ich. Wie ist seine Adresse? Gib ihm die Adresse, Bruce. Was haben die sonst noch über Jeffreys Tod gesagt? Irgendwas über einen Verdacht oder über Hinweise? Erst gar nichts. Und dann konnte ich nicht mehr zuhören. Shelby hat erst ein paar Mal angerufen und dann hat er gesagt, dass er kommen wird. Und dann hat mein Telefon wieder geläutet, doch es war nur sein Anrufbeantworter. Wie soll das gehen, wenn er dich angerufen hat? Was willst du damit sagen? Dass ich verrückt bin? Hier spricht Shelbys Stellvertreter. Hast du das gehört? Shelby selbst meldet sich später, wenn Sie statt gleich aufzulegen mir Name und die Nummer geben. Bitte. Ja, Alter, ich habe eine Nachricht für dich. Wenn du Ellie nicht in Ruhe lässt, dann wirst du ins Gras beißen. Ruf sie nie wieder an und hör auf, sie anzumachen, sonst wirst du dafür bezahlen. Das verspreche ich dir. Fixieren? Dann sind alle fertig. Wer ist das? Keine Ahnung. Nicht aufregen. Ich sehe mal nach, okay? Komm gleich wieder. Nimm das Bild in einer Minute wieder raus, okay? Ja, ist gut. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ich brauche keinen Anwalt. Gehen wir, kommen Sie. Ja, Alter, ich habe eine Nachricht für dich. Wenn du Ellie nicht in Ruhe lässt, dann wirst du ins Gras beißen. Ruf sie nie wieder an und hör auf, sie anzumachen. Sonst wirst du dafür bezahlen, das verspreche ich dir. Eine handfeste Drohung. Haben Ihr Versprechen eingelöst, hä? Für wie blöd halten Sie mich? Warum sollte ich jemanden, den ich umlegen will, vorher sowas auf sein Band sprechen, ha? Um den Verdacht von sich abzulenken. Was? Wir haben Zeugenaussagen, dass Sie während der Filmerei eine Auseinandersetzung mit Shelby Boyd und Jeffrey Haynes hatten. Sie wurden aus dem Studio geworfen. Wohin gingen Sie dann? Heim. Glaube ich nicht.
Sie sind dort geblieben und haben Jeffrey erledigt. Danach sind Sie zu Shelby gefahren und haben ihn ermordet. Sie sind im Irrtum. Ich fuhr sofort nach Hause, habe ein paar Standfotos entwickelt und dann von Giuseppe eine Pizza kommen lassen. Fragen Sie ihn doch. Was haben Sie uns über Candy Stebbins zu sagen? Woher haben Sie das denn? In der Mülltonne vor Ihrer Wohnung gefunden. Es werden sehr viele von Ihren Bekannten ermordet. Das Foto habe ich von Weitem geschossen. In Ihrer Wohnung, da bin ich nie gewesen. Ich habe diese Leute nicht ermordet. Das sehe ich anders. Gib mir meine Perücke. Alicia, ich weiß, wie du dich fühlst, aber jetzt ist alles vorbei. Ist es nicht? Wie können Sie sowas sagen? Tja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dylan sowas getan hat. Es ist mir egal, ob Sie es sich vorstellen können. Er ist es nicht gewesen. Ellie, er war eifersüchtig. Du weißt doch, was er Shelby aufs Band gesprochen hat. Dazu habe ich ihn veranlasst. Was soll das? Das ist er nicht wert. Finden Sie nicht, es wäre besser, wenn Sie vorläufig erstmal nach Utah zurückgingen? Nein. Warum nicht? Ich stehe nicht sehr gut mit meinem Vater. Vor allem, weil er auf keinen Fall wollte, dass ich hierher gehe. Er hatte wohl Angst, ich schaff's allein nicht. Wie wär's, wenn ich mit ihm rede? Nein. Auch Väter sehen manchmal ein, dass sie Fehler machen. Was Alicia jetzt braucht, ist Ruhe. Walter, versuch doch mal über den Vater des Mädchens was zu erfahren. Sein Name ist Houghton, in Moab, Utah. Na los. Detective Robinson, ein Anruf für Sie. Ja, hallo. Aha. Da sind Sie sicher? Ich danke Ihnen vielmals. Ja. Nein, ich esse keine Pizza. Danke. Wiederhören. Shelby, komm nicht her. Ich werde nicht hier sein. Da, jetzt hört man das Geräusch deutlich. In der Leitung von Ellie war noch jemand drin. Shelby, komm nicht her. Ich werde nicht hier sein. Hören Sie es nicht? Ist ganz deutlich. Das ist vermutlich irgendeine Störung. Nein, das ist es nicht. Und dieses Geräusch, das ist weder von Ellies noch von Shelbys Anschluss. Da war jemand in der Leitung. Konferenzschaltung. Ist aber weit hergeholt. Nein, da hat einer von einem Nebenanschluss gewählt und der konnte dann auch alles hören. Das waren vielleicht Sie selber. Ich habe keinen Nebenanschluss. Kontrollieren Sie es. Das werde ich. Ich schwöre Ihnen, ich war das nicht. Ich spioniere Menschen mit der Kamera aus. Dadurch werde ich vielleicht nie Präsident, aber das macht mich nicht zum Killer. Los, Wyatt. Klamotten abholen und dann raus. Ist denn laufen? Wieso? Wegen Giuseppes Pizza. Sein Alibi ist richtig. Wird Zeit, dass ihr den richtigen Killer findet, bevor noch einer ins Gras beißt, wie zum Beispiel die kleine Ellie. Wyatt, viel besser, wenn Sie sich von ihr fernhalten. Ruth, wo ist Ellie? Du weißt, dass ich dir darauf nicht antworten darf. Was machst du hier? Habt ihr gestern Abend von hier aus Shelby und Ellie angerufen? Was willst du in Evelyns Büro? Was zum Teufel geht hier vor? Das frage ich dich. Bruce, ich bin kein Mörder, aber ich könnte leicht zu einem werden. Also, raus damit. Wo ist Ellie? Weg da mit deinem dreckigen Pfoten. Wo ist sie? Sie ist auf dem Riverview-Friedhof. Ich gebe dir die Adresse. Sergeant Robinson, bitte. Dylan Wyatt ist ziemlich wichtig. Robinson. Tarnauskunft. Welche Stadt wollen Sie? Was geht da vor? Sie haben die Tarnauskunft gewählt. Nein. Sergeant Robinson, hier ist Dylan. Geht Ihnen jetzt ein Licht auf? Ich habe wenig Zeit. Werden Sie deutlicher. Hören Sie sich mal dieses Geräusch an. Erkennen Sie es wieder? Ich habe für Rätsel keine Zeit. Es ist das Geräusch, das auf Shelbys Anrufbeantworter war. Ein Aquarium.
Wo steht das Aquarium? Im Büro von Evelyn Ash. Vergessen Sie es, wir haben Ihren Chauffeur vernommen. Als Shelby ermordet wurde, war sie bereits zu Hause. Unmöglich, Sergeant. Shelby hat sie ermordet. Wir haben auch den Garagenwärter und den Portier vernommen. Es wird von beiden bestätigt. Vielleicht stimmt Ihre Todeszeit nicht. Dann wären Sie wieder unter Verdacht. Überlassen Sie die Polizeiarbeit uns, okay? Verhaften Sie Evelyn Ash. Sonst ermordet sie auch noch Ellie. Rufen Sie die Polizei. Oh, die habe ich gerade dran, bitte. Da können Sie ein Gespräch sparen. Nein, Chief. Robinson, wie sieht's aus? Wir haben was Wichtiges rausgekriegt. Der Vater des Mädchens, Mr. Vernon Houghton, wurde zu Hause in Utah seit Monaten nicht mehr gesehen. Sein Chef sagt, er wäre einfach nicht mehr gekommen. Hätte wohl die Stadt verlassen. Und Sie denken, er könnte mit dem Fall was zu tun haben? Ich find's jedenfalls seltsam. Die Kleine meint, sie hatte Schwierigkeiten mit ihm. Frag denn den Hotels nach, ob er hier in der Stadt ist. Mach ich. Ich habe auch was, Chief. Evelyn Ash hat doch diese Candy Stebbins gekauft. Was hätte sie mit dir zu tun? Sie hat sie geprüft, ob sie für ihre Agentur in Frage kommt. Da ist noch was. Aha. Wie wir wissen, war die Stebbins bisexuell. Nach Auskunft einer Sekretärin ihrer Agentur ist das Evelyn Ash auch. Interessant. Ich möchte, dass die Ash rund um die Uhr beschattet wird. Sie fangen damit an. Den Ausdruck halten. Nochmal. Ich friere. Wie lange soll das denn noch gehen? Halte durch, Darling. Okay, Ellie, jetzt mal direkt in die Linse sehen, aber bitte mit Ausdruck. Ellie, versuch so auszusehen, als ob es dir Spaß machen würde. Es darf nicht wahr sein. Sei wenigstens ein bisschen locker. Ich kann das nicht. Ich kann's nicht. Ah, großartig. Wir machen Werbefotos für Unterwäsche. Du musst dich nur hinsetzen und lächeln. Was ist daran so schwierig? Ellie. Wolfgang ist ein Perfektionist, aber das lohnt sich. Ach, er ist kein Perfektionist, er ist ein Spinner. Das ist er auch. Ich rede mit ihm. Wolfgang, Liebling, einen Moment bitte. Wer ist da draußen? Evelyn? Was ist denn? Dort ist jemand und beobachtet mich. Wo? Ich sehe nichts. An dem Gitter dort war jemand. Ich bin ganz sicher. Ich hab das alles so satt. Ellie, wir sind fast fertig. Du kannst jetzt nicht aufhören. Das würde deinem Ruf schaden. Ich kann das alles nicht mehr verkraften. Nur noch ein paar Schüsse, dann fahre ich dich heim. Okay. Ich suche Ellie Houghton. Ist sie hier? Ist mit Evelyn weggefahren. Eben erst. Na, Miss Ash, Miss Houghton. Was wir jetzt brauchen, ist ein Drink. Ich nehme mir einen Wodka. Was willst du haben? Danke, gar nichts. Auch keinen Wein oder sowas? Nein. Du rauchst nicht. Du trinkst nicht. In deiner Familie hat es wohl nicht mal kleine Laster gegeben. Nein, gab's nicht. Das ist aber schade. Ist deine Mutter schon lange tot? Ja. Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Muss schwer sein für ein schönes, junges Mädchen, so ganz ohne Mutter aufzuwachsen. Ein Vater kann die Mutter nicht ersetzen. Daher kommt wohl deine Menschenscheu. Ach, ich weiß nicht. Bitte versteh mich nicht falsch. Das ist eine bezaubernde Eigenschaft. Aber du hast sicher noch andere Eigenschaften und die möchte ich gern entdecken. Seitdem ich die ersten Bilder von dir gesehen habe, konnte ich kaum noch an was anderes denken. Wir wären ein tolles Team, Ellie. Wir beiden. Was ist mit dir los? Eine ganze Menge. Ellie, ich weiß, dass das Erwachen für ein junges Mädchen schwer ist, aber ich denke nicht daran, auf Zehenspitzen, um deine Launen rumzuschleichen. Launen? Um uns herum sterben dauernd Leute. Dylan ist für etwas im Gefängnis, das er nicht gemacht haben kann. Dylan hat... Du brauchst eine schöne Massage. Würden Sie das bitte unterlassen? Ich bin nicht scharf auf sowas. Entschuldige, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Das ist mir egal.
Jetzt verstehe ich, dass Dr. Shelby so reagiert hat. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Du weißt genau, wie du ihn angeheizt hast, um ihn dann abblitzen zu lassen. Woher wollen Sie das wissen? Alicia, ich könnte für dich da sein und dich beschützen vor Männern wie Shelby und Jeffrey. Ich kann mich selbst schützen. Warum gehst du? Ich will weg von ihm. Wohin? In das kleine Moab in Utah? Schatz, ich fürchte, du hast nichts mehr, wohin du kannst. Sagen Sie ihm, sie ist nicht da. Was ist denn, Kleines? Ich habe dich nicht absichtlich ausgesperrt. Wirklich nicht? Geh nicht. Bitte, Ellie. Mir zuliebe. Hallo? Ellie? Hier ist Dylan. Bist du okay? Es geht mir gut. Ich bin vom Haus auf der anderen Straßenseite. Ist jemand im Zimmer mit dir? Ja. Okay. Hör zu, Ellie. Du musst schnellstens da raus. Weil Evelyn... Weil sie die Mörderin ist, Ellie. Sie hat die Telefonspielereien mit dir und Shelby gemacht. Hast du verstanden? Ja, ich hab verstanden. Versuch, das Haus zu verlassen. Du bist in Gefahr. Nein, das bin ich nicht. Es ist alles in Ordnung. Ich trinke mit Evelyn gerade was. Ich verstehe. Sie hört, was du sagst. Mhm. Gut, du wirst jetzt das Telefon auflegen und so schnell rauskommen, wie du kannst. Kapiert? Ja, sicher. Und ruf mich nie wieder an, ja? Wer war das? Dylan. Was hat er gesagt? Verrücktes Zeug. Sie hatten, was ihn betrifft, recht. Hat er versucht, dich irgendwie rauszulocken? Hier reinzukommen schafft er ja nicht. Rufen Sie bitte Sergeant Robinson an. Bitte. Natürlich. Ich werde ihn sofort anrufen. Alicia? Komm, Melissa, komm in den Fahrstuhl rein. Melissa, ich will dich nicht wieder reinzerren müssen. Komm bitte selber rein. Mach schnell, die Dame hat's eilig. Du weißt, wohin wir wollen. Zum Wagen. Bitte drück mal B für Basement. Das ist kein B, das ist die 3. Was war das B? Sie ist vermutlich wieder aufgefahren. Das ist das Parterre. Wollten Sie nicht hier raus? Ellie? Alicia? Den Ausgang. Da drüben ist er. Tut mir leid, Sir, aber ich habe keine Ahnung. Wohin ist Miss Ash gegangen? Ich vermute, runter in die Tiefgarage. Das ist ein Notfall. Sie müssen mich nach oben lassen. Nein, das darf ich nicht. Sonst fliege ich raus. Wenn Sie das Gebäude nicht sofort verlassen, muss ich die Polizei rufen. Geben Sie mir bitte Robinson, dringend. Liebling?
mir leid, dass ich dich verärgert habe. Sie müssen keine Angst haben. Es ist nicht so, wie Sie glauben. Ellie, sind Sie hier? Sie brauchen vor mir keine Angst zu haben. Ich will nur mit Ihnen reden. Ellie? Ellie, ich will nur mit Ihnen reden. Der Mörder. Ich habe sie gefunden, aber nicht getötet. Ich sage erst wieder was, wenn ich mit meinem Anwalt gesprochen habe. Bringt ihn aufs Revier und beantragt einen Haftbefehl wegen Mordverdacht. Das stinkt mir. Nach 15 Jahren Polizeidienst hätte ich nicht so daneben liegen dürfen. Die einzige Person, die ein Motiv für diese Morde hatte, war Evelyn. Und jetzt wird sie ermordet? Ich finde, wir sollten es akzeptieren. Psychopathen wie dieser Bruce kommen jedem stinknormal vor, sogar sich selber. Das weißt du so gut wie ich. Ich halte das nicht mehr aus. Es ist wie in diesen Albträumen, wo man rennt und rennt und trotzdem nicht weiterkommen kann. Wann wird das nur ein Ende nehmen? Wann? Wenn du aus der Wohnung raus bist, wirst du dich gleich besser fühlen. Ja, Dylan. Wann wird das ein Ende nehmen? Ich habe gehofft, dass nun alles zu Ende wäre. Schließlich wissen wir jetzt, dass es Bruce war.
Ich bin nicht sicher. Und ich frage mich, wieso Sie immer dahin, wo gerade irgendwas passiert ist, kommen. Hören Sie, Sergeant Robinson, nichts für ungut, aber langsam reicht es mir, dass Sie dauernd auf mir rumhacken. Komm, Ellie, lass uns gehen. Moment, Officer. Fahren Sie die beiden jungen Leute. Bitte seien Sie vernünftig. Bleiben Sie zurück. Und dann kommen Sie wieder her. Bitte bleiben Sie zurück. Es gibt hier nichts zu sehen. Den Wagen dort. Bitte gehen Sie weiter. Gehen Sie bitte weiter. Lass uns gehen. Wir müssen noch einen Bericht schreiben. Gehen Sie bitte weiter. Also, ich finde, der Psychopath Bruce gehört in der Gitter. Ist er etwa anderer Meinung? Wenn sie auf einen verrückten Fotografen abfährt, ist das doch ihr Bier. Wagen 17, bitte kommen. Wagen 17. Ja, hier ist 17. Sie hatten einen wichtigen Anruf von der Polizei in Utah. Es geht um den Verbleib des Vaters von diesem Mord. Danke. Gib mir die Nummer, wir rufen zurück. Danke. Hm? Na, meine Süße. Hab keine Angst. So, jetzt reicht es. Hör auf! Oh.
mir sehr leid. Wie ungeschickt. Schon gut, mach dir nichts draus. Oh. Haben wir gleich. Kriegst ein Pflaster. Kann ich? Dass du in all das reingekommen bist, ist eigentlich meine Schuld. Tut mir leid. Ich wollte dir damit helfen. Sei nicht albern, Dylan. Es war nicht deine Schuld. Wenn ich dich nicht gebeten hätte, für mich Model zu machen... Hätte ich dich überhaupt nicht kennengelernt. Was ist denn? Hast du das nicht gehört? Was gehört? Er ist hier. Wer denn? Mein Vater. Es ist niemand hier, glaub mir. Die Tür ist verschlossen. Er kann sich hier versteckt haben, bevor wir in die Wohnung gekommen sind. Ellie, es ist niemand hier. Du bildest dir das nur ein. Ich kenne meinen Vater schon, wenn er nur atmet. Robinson hat doch die Wohnung durchsucht. Bist du sicher? War er auch in der Dunkelkammer? Wenn du willst, sehe ich dort mal nach. Ja. Okay, warte hier, Kleines. Ich werde nachsehen. Bin gleich zurück. Hallo? Ellie! Na, heb schon ab. Wo zum Teufel sind die? Fahr rüber, ich werd's weiter versuchen. Ellie! Ellie, wo bist du? Ich hab dich gewarnt, halt dich fern von Ellie.
Dylan, Gott sei Dank. Wo ist Ellie? Ist verschwunden. Sie meint, ihr Vater wäre hier. Sie werden es nicht glauben. Wir mussten Bruce Nippler freilassen. Hören Sie mir genau zu. Ich muss Ihnen was sagen. Wir haben von den Kollegen in Utah neue Informationen über Ellies Vater bekommen. Verlassen Sie schnellstens die Wohnung. Ellies Vater wurde ermordet. Haben Sie gehört? Er ist tot. Ellie! Warum hast du mich wieder nicht in Ruhe gelassen, Daddy? Ich hab dir doch gesagt, fass mich nie mehr an. Hör auf, ich bin es. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ellie, ich bin's, Dylan. Ich hab dich angefleht, tu's nicht mehr. Schau mich an, Ellie, ich bin Dylan. Du wirst mich nie mehr anfassen. Nicht, Ellie, ich bin Dylan. Tu es nicht. Bitte. Bitte. Sieh mich an, Ellie. Bitte. Ich möchte mit Ihnen über Ihren Vater sprechen. Doktor, mein Mund ist so trocken. Das wird an den Medikamenten liegen. Was hat Ihnen Ihr Vater angetan? Einiges. Was heißt das? Das, was man Frauen so antut. War das etwas Böses oder was Gutes? Böse war es. Durch, dass er damit aufhört. Aber er wollte nicht. Konnte es nicht. Dann habe ich eines Tages dafür gesorgt, dass es damit zu einem Ende kam. Wo ist Ihr Vater jetzt? Liegt im See. Und was war mit all den anderen Menschen? Was war mit Candy, Evelyn, Shelby und Jeffrey? Sagen Sie mir, warum. Ich habe meinen Dad getötet. Ellie, ich spreche nicht von ihm, sondern von vier anderen Menschen. Er hat mich immer gezwungen, böse Dinge zu tun. Was für ein Mensch missbraucht sein eigenes Kind so? Und warum Dylan? Dylan hätte ich nie etwas tun können. Er war so gut wie kein anderer. Was empfinden Sie für Dylan? Ich liebe Dylan. Thank you.
Gänsehaut-Sommer.